Ganz kurz, willkommen zurück. Das baue ich in die nächste Folge, in die letzte Folge ein. Mir kam gerade Geistesblitz, beziehungsweise mir ist eingefallen, ich hätte ja noch hier die Rippen, die sind 2 mm hoch. Wenn ich die hier unten ganz bisschen abflache, dann sollte es passen mit dem Zahnradspiel. Dann sollte ich weit genug runterkommen, dass ich doch jetzt morgen dann eventuell schon die Testfahrt machen kann und nicht auf die neuen Ritzel vom Thorsten warten muss. Die haben auch 2 Zähler auf dem Motor mehr, heißt mit den anderen Ritzeln kriegen wir wesentlich mehr Speed. Ja, ich versuche jetzt mal, ob das klappt. Flex hier mal ein bisschen am Motor rum und dann. Ja. Wir sind jetzt hier auf Gehäuse auf 0 und jetzt kommt der spannende Moment. So, der Moment der Wahrheit. Ich drehe die jetzt nochmal hier ein bisschen lose. Also ich glaube, es sieht gut aus, wenn der Motor jetzt ganz unten auf dem Boden aufliegt. Ja, das passt. Jawohl, wir können fahren. So, bedeutet, ich kann das Zahnrad wieder raus tun, alles anziehen, Zahnrad wieder draufstecken. Da ich so tief bin, komme ich an hier die Schraube eigentlich ja fast gar nicht ran zum Anziehen. Ich lasse die eine hier unten in der Ecke weg, bis die neuen Ritzel da sind. Manche Motoren sind ja nur mit 2 Schrauben, hier sind dann 3 drin, das reicht auf jeden Fall. Die 4. Schraube da unten stört nicht, aber bevor ich sie nicht richtig angezogen bekomme, sie sich während der Fahrt löst und uns das Hauptzahnrad kaputt macht oder daran schleift, machen wir sie lieber ganz raus. Beziehungsweise ich mache noch ein richtiges Video über Ritzel einstellen. Das hier ist jetzt einfach nur Glück, dass es gerade so gepasst hat. Wenn die neuen Ritzel da sind, dann machen wir das nochmal genau und ordentlich, so wie es sich gehört. Hier bin ich jetzt einfach nur froh, dass ich ein Röntgen fahren kann. So, deswegen ziehe ich die jetzt auch nur an, mache kein Loctite drauf. Weil, wie gesagt, das soll nur ein paar Runden halten und dann kommen die neuen Ritze. Bauen wir auch gerade den Lüfter mit ein. Ich habe hier Wärmeleitpaste. Davon hole ich mir einfach ein bisschen was raus. Da schon ein bisschen dicker drauf, weil der Motor so Rillen hat, Kühlrippen, dass es da richtig drin hängt. So, der Rest verteilt sich. Jetzt noch wichtig im Halter selber, nehme ich immer die obere Rille, fülle die auch noch komplett, weil da kommt gleich der Temperatursensor rein. So, dann erstmal ohne Sensor andrücken. Nicht bis ganz unten hin, kurz vorm Ende. Kann man von der Seite den Sensor einstecken und kann es dann festdrücken. Ja.
So, und offene Ritzel fahre ich immer komplett trocken. Hier mache ich kein Fett dran. Also ich fahre auch schon Thorsten seine Ritzel immer trocken, ohne Fett. Alles, was offen ist, lasse ich trocken. So, wir gucken gerade nochmal die Drehrichtung vom Motor, ob das alles stimmt. Oh, er macht jetzt seine erste Umdrehung. Jetzt montieren wir noch den Lüfter, löten das Ganze an und dann können wir schon fahren. Um den Kühlkörper auf dem Motor zu halten, verwenden wir auch wieder Kabelbinder. Nur nicht zu festziehen, weil wie gesagt, sonst verbiegt ihr hier den Lüfter und dann geht er kaputt. Ich habe hier gestern den Motor abgeschliffen, damit ich Thorsten seine Ritzel doch fahren kann. Habe ihn dann, wo die Kamera aus war, im Stand ein bisschen laufen lassen, um die Ritzel einzuschleifen, habe dann gemerkt, dass es nicht so ganz passt mit dem Ritzelspiel. Also ich muss noch weiter runter, habe mir jetzt nochmal Gedanken gemacht, ich werde hingehen, meinen Motorhalter in der Mitte ganz leicht nochmal, also es sind wirklich nur noch Zehntel, die fehlen, dass das Spiel passt. Ja, werde es hier noch ganz leicht kleiner machen, dass er noch weiter runterrutscht und dann können wir doch jetzt schon den First Run machen. Schlimm, gell, wenn man nicht abwarten kann, bis die Post kommt.
So, dann schauen wir mal, ob das jetzt was gebracht hat. Beziehungsweise genug gebracht hat. Ja. So kann man First Run wagen. Dann vielen Dank fürs Einschalten. Ich gehe jetzt den First Run machen. Bis zum nächsten Mal.